Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Für den Eingang zu Sobeks Büro. Stimmt, das sind wir immer noch auf dem Weg hin. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was das eigentlich aktuelle Ziel ist, aber wir waren ja immer noch nicht im Büro. Ich will natürlich alles mitnehmen, was geht. Jetzt muss ich nur gucken, wo dieser Punkt ist. War der hier oben? Ist der hier oben? Tatsache. Vorher. Davon kann ich nie genug haben. Dann und davon müsste ich auch nicht. Was anderes rauswerfen. Ja. Dr. Sobeck, bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris. Der Typ kann dann echt ein bisschen leid tun. So, Enduring Victory war schon ein nötiger, aber trotzdem ein ziemlich großer Dickmove. An der gesamten Menschheit. Muss ich hier lang? Habe ich irgendwie zu gut vorbereitet übersehen? Sein. Ich glaube nicht, sonst würde es mir hier oben anzeigen. Okay, dann folge ich doch mal dem eigentlichen Ziel. Das ist endlich hier oben, ist bei dem Typen, den ich da getötet habe. Cool. War ich ja hier schon in einer ganz guten Richtung. Da ploppt jetzt wieder einiges auf. Finde ich gut. Ich mag das gerade voll. Ich weiß nicht, wie spannend das für euch ist. Wenn ihr das Spiel Willkommen schon kennt, was... bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades, das Feld zu überlassen, damit er das macht, was sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar.
Ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eklipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Immer wieder dieselben Fragen. Lärmbelästigung. Lärmbelästigung von Travis Tate an Elizabeth Sobeck betrifft Lärmbelästigung. Ich bin verwirrt, Lizzie. Bashkor? Wer behauptet, dass der alte TT zu Bashkor kodiert, ist ein Lügner und du weißt es. Der alte Trevor hat keinen Bezug zu diesem kommerziellen Mist, nie im Leben. Mann, ich würde eher einen Liter Zitarum-Tricksbrühe schlucken, als 30 Sekunden lang Craig Swarm zu hören. Ich schwör's beim Grab meiner Mutter und sie war religiös. Nee, das ist kein Bashkor, der durchs Hades-Labor dröhnt, die Wände wackeln und die Zähne klappern lässt. Das ist Death-Metal-Mädchen. Klassische Musik, hauptsächlich aus den 80ern und 90ern. Ich habe außerdem holländischen Deathcore, japanischen Gore-Grind und irgendein schwedisches Kannibalzeug besorgt? Komm vorbei, wenn du mal reinhören willst. Oder stell dich einfach vors Labor. Das ist kein Bashkor, du wirst sehen. Oder erhören am Kreischen, das die Luft zerreißt. Und fühlen am Wummern des Bodens und der Wände und der Decke, das dich verschluckt, als ob du Jonah wärst, der im Schlund eines Gothic-Todesfalls feststeckt. Halleluja! Und die Bitten, es leiser zu stellen? Geht nicht, Lizzie. So kodiere ich eben. Meine Death Metal leiser stellen? Da könnte ich ja gleich Aufputschmittel, Schokoshakes und Katastrophenvideos aufgeben. Soweit ich weiß, sollen wir hier unten Hades kodieren. Soll ich wirklich ein Ausrottungsprotokoll ohne Death Metal kodieren, der mich inspiriert? Nee, wohl kaum. Bleib cool, Trev. Oh, Trev, du bist ja so cool. Hades-Protokoll. Hier ist Tate. Hab gerade 3 Pillen eingeworfen, aber ich hab's mir verdient. Ich habe endlich die Lösung für Gaias eher extreme Exekutivgewalt gefunden. Wenn das nicht 10 bis 12 Traumastunden wert ist, was dann? Traumstunden wert ist, was dann? Davor ist jedes meiner, oh Gott, Usurpationsprotokolle bei der Simulation durchgefallen. Sie waren entweder zu hart oder zu weich. Zu hart und sie stufen den Gaia-Kern ab. Klar, sie entziehen ihren bildlichen Händen das bildliche Steuer, damit Hades die Kontrolle übernehmen kann, aber dabei brechen sie auch ihr die Finger. Und manchmal auch ihre Arme. Das ging also nicht. Alles hängt davon ab, dass Gaia wieder die Kontrolle übernehmen kann, wenn Hades seine Arbeit getan hat. Ich muss also eine Lösung finden, die Gaia unbeschadet lässt. Zu weich und Gaia hat nur so getan, als ob sie die Kontrolle aufgibt. Bei einer Simulation übernahm Hades das Kommando über das Terraforming-System und machte Prozesse rückgängig, nur damit Gaia heimlich im Hintergrund wiederum seine Prozesse rückgängig machte und die Telemetrie verfälschte, um den Eingriff zu vertuschen. Raffiniert. Ich schwöre, es gibt nichts, was Gaia nicht für den Erhalt des Lebens tun würde. Auch wenn es nur um simulierte Pflanzen geht. Als genau richtige Lösung hat sich erwiesen, Gaia in einer schützenden Codehülle zu isolieren und so ihre Integrität zu erhalten, sie dann von der Kommandoposition wegzudrücken und Hades auf den bildlichen Chefsessel Platz nehmen zu lassen, damit er loslegen kann. Die Pillen hauen jetzt voll rein. Die Beschreibung ist also nicht besonders klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappt. Ja, die sind ganz schön stark. Ich muss jetzt wohl schlafen. Ich mache morgen weiter. Bis dann. Archivmissbrauch von Samina an Travis CC Elizabeth betreff Archivmissbrauch. Mr. Tate, diese Nachricht betrifft Apollo Archiveingabe Nummer 00002387 ihre 666. Ist ihre Eingabe in nur 5 Tagen und was für ein Prachtexemplar sie ist. Trotz früherer Warnungen hinsichtlich unpassenden Materials haben sie sich entschlossen, 265 holographische Neufassungen von anerkannten Klassikern des extremen Explosionsfilms einzugeben. Ich möchte Ihnen danken in doppelter Hinsicht. Erstens dafür, dass Sie mir die Freude gemacht haben, Ihre Eingabe abzulehnen und damit Ihren geliebten osteuropäischen Folterstreifen und seinesgleichen in die Vergessenheit zu schicken. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass ich der zukünftigen Menschheit nicht nur eine, sondern alle 16 Fortsetzungen von Wie man einen 100-Füßler macht ersparen konnte. Ich habe Human Centipede nie gesehen, aber... Keine Sorge, Pasolinis Werke wurden bereits eingegeben. Extrem, vielleicht, aber Kunst. Zweitens, dafür, dass Sie einen Begriff verdeutlicht haben, der für Archivare wie mich so lange mehrdeutig und ethisch umstritten war. Die Definition von Obszönität. Sie haben mich aus der subjektiven Zwickmühle befreit, für die Richter Portes berühmter Satz, ich erkenne Sie, wenn ich Sie sehe, steht. Dank Ihnen kann ich jetzt ein einziges objektives Kriterium anwenden. Wenn Travis Tate es eingereicht hat, ist es obszön.
Dementsprechend habe ich alle Apollo-Mitarbeiter angewiesen, ihre zukünftigen Einreichungen unbesehen abzulehnen. Vielleicht können sie die Zeit, die sie ansonsten für diese Einreichungen verwendet hätten, anders nutzen, eventuell sogar für die in ihren zugewiesene Arbeit. Schließlich wollen wir eine Welt retten, zumindest einige von uns. Dr. Samina Ibad, ja, die versteht aber auch gar keinen Spaß. Ich finde Tate cool. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Dann gehen wir ihn doch. Mann, ey, komm. Jeden Moment noch mehr Eclipse. Willkommen bei Eleuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Eleuthia wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Brochard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Eleuthia ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr. Vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. I was born ready. So. FZ-Kammern. Von Patrick Burkett Klein an Elizabeth Sobeck betreff FZ-Kammern. Die Ego Ecto-Kammern sind vor 2 Tagen angekommen. Ich habe die letzten 36 Stunden damit verbracht, sie zu untersuchen und die technische Dokumentation zu studieren. Sie sind eine Offenbarung. Erstaunlich. Ich weiß nicht, was du Falsenid für diese Kammern geben musstest, aber das war es wert. Mit einem Schlag haben ihre Embryologen 50 Jahre technologischer Defizite übersprungen. ECMO-Risiken gelöst, Nahrungszufuhr gelöst, Hormonstabilität gelöst, 12 weitere Risikobereiche gelöst. Bevor ich diese Kammern untersucht habe, habe ich die Odyssee für ein fruchtloses Unterfangen gehalten. Aber wenn der Rest von Fasenis Technologie auch auf diesem Level ist, eine Menschenkolonie bei Sirius scheint dann gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Die Massenherstellung der Kammern stellt uns vor einige Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie lösen können. Ich ruhe mich jetzt ein paar Stunden aus und setze mich dann wieder dran. Du kannst den Herstellungsplan in den nächsten 48 Stunden erwarten, PBK. PBK. Da hinten? Ist das hier das, wofür ich es halte? Künstliche Gebärmütter. Maschinen, die eine neue Generation von Menschen hervorbringen sollen. Ursprungsanlagen Servitoren von Patrick und Elizabeth. Persönlichkeiten für Ursprungsanlagen Servitoren. Die Entwicklung der künstlichen Persönlichkeiten für die Servitoren der Ursprungsanlagen. Anera, Azia, Heiler kommt gut voran. Wir peilen Turing 0,4 für diese Konstrukte an. Dies sollte geringe Empathie und begrenzte Improvisation gewährleisten, ohne die Einhaltung kodifizierter Verhaltensmuster zu gefährden. Allerdings stellt der simulationsabhängige Wechsel der Persönlichkeit eine größere Herausforderung an die Software dar als erwartet. Insbesondere die festgefahrenen Feedbackschleifen zwischen der Erzieher- und Heilerpersönlichkeit macht uns Sorgen. Ich habe außerdem die Bereiche über einen Zwischenfall angehängt, in dem ein Servitor mit Mutterpersönlichkeit in die Maßnahmen eines Erzieher-Servitors eingegriffen hat. Ein Streit unter Eltern sozusagen. Auf den ersten Blick vielleicht amüsant, aber zutiefst besorgniserregend. Ich habe einen umfassenden Plan für die Korrektur dieser interaktiven Protokolldefizite beigefügt, in nur Daten beschädigt.
Ich muss gestehen, das ist etwas, was ich noch nicht so ganz hundertprozentig verstehe, diese künstlichen Gebärmüttern, wie das dann funktioniert hat, auch wenn das mir erklärt hat. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Und den hier unten mit dir rumziehen. Ja, gute Idee. Ursprungsanlage versiegelt von Patrick und Elizabeth. Lythia 01 konnte versiegelt werden, bevor der Schwarm, der sich aus Xinjiang-Region näherte, es entdeckt hat. Das Pingback der westlichen Systeme ist gut. Für unsere Jungfernfahrt ist das ein Erfolg. Was mein Disput mit den Betas über die Zygoten-Auswahl angeht, natürlich verstehe ich, dass der Aufwand für Simulation des Genflusses in unseren zukünftigen Menschen begrenzt sein sollte. Aber wir können uns darauf verständigen, dass es einen Spielraum zur Veredelung der zukünftigen Ursprungspopulationen gibt. Ergo zusätzlich zur persönlichen Überwachung der Lythia 02-Fertigstellung mit Empty Namuli werde ich noch diese Woche einen modifizierten Zygoten-Auswahlplan ausarbeiten und vorlegen. Gott, das hört sich irgendwie voll kompliziert an. Okay, aber ich glaube, das war dann auch... haben quasi... Oh Gott, das ist... Ich... Nein, ich stelle noch keine Spekulation auf. Also ich habe eine Spekulation, aber ich stelle sie noch nicht auf. Ich spreche sie noch nicht aus, weil ich mir da relativ sicher bin. Aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal diese Treppe hoch. Und bin möglicherweise tatsächlich... Ursprungsanlagen. Hier angekommen? Elizabeth sagte... dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha Registry. Ich muss Elizabeths Büro durchsuchen. Also es ist schon ziemlich klar. Ich meine, Aloy kam aus so einem Ding... aus Mutterberg, aus so einer Anlage und wird als von diesen ganzen Anlagen als Elizabeth Sobeck erkannt. Sie muss Elizabeths DNA in sich tragen. Dann ist aber auch wieder die Frage, warum? War das so geplant? Oder eher nicht? Okay, keine Feinde, finde ich gut. Darin so heißt, ich kann nicht. Irgendetwas aufbewahrt. In Ruhe. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Ja, da gehe ich gleich rein. Erstmal geht's hier weiter. Oder auch nicht, weil ich spontan Bock habe, auf diesen Tisch zu springen. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist... Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... Und das? Und das? Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobeck, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut.
manchmal ein bisschen Angst, wenn KIs zu tiefgehende Gefühle entwickeln. Aber eigentlich hört sich Gaia bisher sehr nett an. Logik allein reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elizabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted? Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Faszinierend. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mich auf den Weg machen, die Tür aufzustemmen. Erstmal das hier. Odyssee-Fehlschlag von Elizabeth Sobeck an alle Alphas. Betreff Odyssee-Fehlschlag an alle. Leider habe ich furchtbare Neuigkeiten. Phasenit hat mich darüber informiert, dass die Odyssee-Mission fehlgeschlagen ist. Letzte Nacht zeigte die Telemeterie einen katastrophalen Antimaterie-Eindämmungsfehler an, als die Antriebe zum Verlassen des Sonnensystems hochfuhren. Das Schiff, die Mannschaft, die Ladung von Zykoten und Samen, das Alpha-Modell von Apollo. Alles verloren. Zero Dawn ist jetzt die letzte Hoffnung auf den Fortbestand der menschlichen Spezies und des Lebens auf der Erde. Wir müssen Erfolg haben, Elizabeth. Artemis-Status von Charles Ronson an Elizabeth Sobeck. Betreff Artemis-Status, es geht voran, Liz. Ich bin zuversichtlich, falls man so etwas überhaupt noch sagen kann. Ich habe endlos mit Kyrozoos über ihre Proben verhandelt, so viele Spezies gefangen in makabren Hologrammschaubildern aufgehoben, nur für den Fall. Über 14.000, die zwischen 2000 und 2043 ausgestorben sind. Wir haben angefangen, eine primäre Abfolge festzulegen und Pionierorganismen für eine ausgewogene, nachhaltige Biosphäre ausgewählt. Mikroorganismen und Insekten, Kaninchen und Habichte, Füchse und Wölfe. Und tausende mehr, die darauf warten müssen, an die Reihe zu kommen, bis unserer neuen Generation ihre Wiedererschaffung anvertraut werden kann. Sie können also in eine Welt zurückkehren, die dieses Mal das Konzept der Artenerhaltung begreift, bevor es zu spät ist. Es war schon viel zu oft zu spät. Wir haben ein ganzes Sammlerteam beim Schwarmdurchbruch in Minam verloren. Die Proben, die wir verloren haben, sind, tja, unersetzlich. Aber dank dir, Liz, wird sich der Kreislauf des Lebens biegen und nicht brechen. Die Erde war einst ein unbelebter Gesteinsbrocken und eines Tages wird sie es wieder sein. Aber nicht jetzt, nicht so, nicht mit uns. Ronson. So, was ist hier noch? Das nehme ich mit, wer weiß, ob ich danach noch dazu komme. Und jetzt bin ich aber mal gespannt. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum Gut. bist du auf der Welt? Ein bisschen mehr Empathie. Die Eclipse. Oh, du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Mörder?
lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Will ich wissen, was er damit meint. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher, wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Er wuchs, als Hohepriester Bahavas verschwand. Und als der Sonnenkönig Itamen verschleppt wurde, wuchs er nicht nur. Er war gewaltig. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben, Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten, den Hohepriester Bahavas eliminieren und uns Itamen wegnehmen. Und ich... Ich sollte dich gefangen nehmen. Hier. Damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du... Du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König, dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf, klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe, was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst.
Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Jeez, no! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Werde ich das Ding nie besiegen. Und was? Meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Das heißt was? Das heißt... Oh Gott, Schickfest! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Seine Stärke gegen einsetzen! Kannst du dich ein bisschen genauer ausdrücken? Cool. Ich habe keinen Plan, was ich tun soll.
Ich weiß nicht mal, ob... Versuchen, den Behemoth zu den Säulen zu locken. Okay, ja, irgendwie kam ich gerade auch auf die Idee. Meinen Behemoth standzuhalten. Das ist verheerend. Geschafft. Noch eine Säule und die Plattform kommt runter. Oh Gott, eigentlich... Und damit auch meine Waffen. Eigentlich wollte ich direkt aufhören, aber komm. Ah, jetzt steigt sie empor. Ah, geil. Trotz alledem. die sind nicht begeistert, nein. Hey! Ah, jetzt! Weil er wieder Waffen hat. Give me a fucking break! Ich muss es hier beenden. Der eigentliche Kampf. Dann in der nächsten Folge. Habe ich 5 Fertigkeitspunkte? Kann ich die gerade... Warte, wenn ich die jetzt sinnvoll... Kann ich die gerade irgendwo sinnvoll reinhauen? Das stresst mich alles. Schnelleres Nachladen beim Konzentriert. Finde ich gut. Das warst du wahrscheinlich auch schon wieder. Überbrücken. Der Zug ist abgefahren. Ah! Oh, das wird ein Spaß. Besonders die beiden anderen, die kommt dann, wenn ich ihn besiegt habe. Ich sehe es kommen, es wird blutig. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.